Wow. Also, das müsste der Captain sein von diesem Schiff. Und ja, das, dem haben wir jetzt gerade die Balance genommen gehabt mit unserem vorletzten Zustechen. Deswegen konnte er uns zum Glück nicht schlagen. Was Balance ziemlich wichtig macht in diesem Spiel. Gucken wir mal hier unten, ob hier unten noch was auf uns lauert. Aber ich nehme mal an, das ist nicht mehr der Fall. Nein. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe Lukatil beschwören, dass sie uns bei einem eigentlich doch recht einfachen Boss hilft. Und ja, ich hätte erst trinken sollen, sobald wir wieder zurück sind. Nicht, dass wir gleich wieder von Pfeilen getroffen werden. Und ja, in Dark Souls 2 war die Stelle, also im Original war die Stelle richtig mies. Da ist nämlich, wenn man von hinten nicht aufgepasst hat, von hinten drei Vareker angerannt gekommen. Die hingen eben auch hier an dem Steg rum. Oh, du schießt auf mich. Ja, ich weich mal aus. Beschwör Lukatil. Und gehe wieder in Deckung, dass ich nicht vom Feuerfallen getroffen werde. Ha, perfekt toter Winkel. So, Lukatil kommt mir hinterher. Dann warten wir doch mal auf sie. Ja. Und dank ihr ist das jetzt hier wirklich einer der einfachsten Bossfights überhaupt. Na komm. Also, wir betreten den Nebel zum Bossraum. Und stehen der Dänenwache gegenüber. Und ja, das ist wirklich ein Typ, der einen anderen Typ auf dem Rücken trägt. Anders würde ich das gar nicht beschreiben. Und man sieht, er schlägt hauptsächlich auf Lukatil ein. Also während der vordere schlägt, kann der hintere nichts machen und andersrum. Au. Es kommt halt immer darauf an, auf wen er aggressiv ist. Also ja, er hat kein Hinterteil, sozusagen. Also keinen toten Winkel, wo man ihn besser angreifen kann. Man muss halt einfach darauf achten, dass man genügend Abstand von ihm hält. Und ja, Lukatil hat ihm den Gnadenstoß gegeben. Wie gesagt, der Boss ist so richtig einfach. So. Wir haben die Seele der Dänenwache gekriegt. Übrigens könnte ich dann demnächst mal kleine Seelenkunde machen, also die Seelen der Bosse, die ich jetzt gesammelt habe, vorlesen. Und ja, hier ist eine. Der Schatten, da kam mir gerade etwas suspekt vor. Hier ist erstmal eine Truhe. Für diejenigen, die Pyromantie betreiben wollen, die müssen sich genau bis hierhin gedulden, weil hier ist die Pyromantie-Flamme erst und der erste Pyromantie-Zauber. So. Und jetzt können wir hier den Kompass oder was auch immer, die Sternkarte ist das eigentlich sogar, untersuchen. Und treiben damit das Schiff an, das uns zu dieser Festung da hinten bringt.
Jo. Wir werden einfach mal vom Schiff geschmissen. Also wir sind da hinten vor der Niemandswerft gekommen. Und sind jetzt irgendwo am Fuße einer Festung. Truhe. Ja, ein Hinweis, falls man die Truhe übersehen hat. Tod. Jetzt. Versucht dahinter und dann Durchbruch. Ja. Vision von Freude. Kurz gesagt, tolle Aussicht voraus. Gegenstand voraus, versucht springen. Ja, das ist eine Trollnachricht. Lügner voraus, ja. Definitiv. Flügel. Also ja, wir sind jetzt gerade noch im Niemandswerftgebiet. Was man an den Varegan hier sehen kann. Die hier rumhängen. Wow. Seit wann kannst du zutreten? Das hätte jetzt gefährlich werden können. Okay, hier unten war, glaube ich, nichts mehr. Nein. Also nehmen wir jetzt mal den ziemlich vergitterten Fahrstuhl hier. Nach oben. Müssten hier gleich sogar noch irgendwo ein Secret oder so sehen. Oder ich habe es jetzt gerade schon übersehen. Ja, habe ich. Erstmal lassen wir die Tür öffnen. Hier ist nichts. Gucken uns kurz hier in den Zellen um. Weil hier zum Beispiel Seele eines stolzen Ritters und ein schimmernder Lebensstein versteckt sind. Die anderen Zellen sind alle verschlossen. So, jetzt ist es ein bisschen taktisch. Jetzt müssen wir nämlich den Aufzug aktivieren. Warten, dass er runterfährt. Müssen oben aufs Dach hüpfen. Und da müssen wir die ganze Zeit warten in dieser Richtung hier, glaube ich. Genau. Ist hier nämlich ein Skimitar und ein Reparaturpulver als kleines Secret. Und jetzt können wir zurück. Nach oben. So. Sesam, öffne dich. Und sind in der verlorenen Festung. Da waren wir schon mal, nachdem wir den Pursuer getötet hatten. Also den Verfolger. Aber da bin ich damals umgedreht, weil wir eben noch diesen Weg hatten. Über Heides Flammenturm und die Niemandswerft. Und ich höre schon das ekelhafte Stöhnen von Gegnern. Deswegen zünde ich hier das Leuchtfeuer erstmal an. Dann geht es zurück nach Modula, Seelen ausgeben. Für 3 oder sogar 4 Level dürfte das reichen. Verbindung zu Steam verloren. Wechsel in den Offline-Modus. Ja, das ist immer schön. Egal. 3 Punkte in Geschicklichkeit und bestätigen. So, mehr brauchen wir erstmal nicht. Ist immer toll, wenn man mitten in der Aufnahmesession die Steam-Verbindung verliert. Wenigstens geht die Aufnahme noch weiter. So, Gegenstandskiste. Wir haben hier ein Varega-Schwert. Das können wir ruhig aufheben. Und ein Skimitar. Wir haben die Pyromantie-Flamme, die wir erstmal nicht brauchen. Genauso wie den Feuerball nicht. Ja. Und hier haben wir wieder eine Seele. Ich kann ja mal kurz bitte die Seelen mit euch durchgehen. Die letzte Riesenseele hatten wir schon. Der Verfolger.
Der Verfolger, der den Träger des Zeichens sucht, wird erst zufrieden sein, wenn sein Ziel tot ist. Nutzt die besondere Seele des Verfolgers, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Drachenreiter-Seele. Die Seele eines Drachenreiters, der König Wendrick treu diente. Vor langer Zeit stiegen die Drachenreiter auf Würms und man fürchtete sie auf dem Schlachtfeld wegen ihrer hartnäckigen Verteidigung und ihrer einzigartigen Beweglichkeit. Auf Drachen stimmt das sicherlich. Die Seele der Dänenwache. Die Dänenwache kümmert sich um jene, die gesündigt haben. Für Untote hat sie keine Gnade übrig. Ja. Das waren die ersten vier Seelen, die wir hatten. Wir reisen jetzt zurück zur alten Festung. Oder verlorenen Festung. Zum einsamen Leuchtfeuer. Zu den Gefangenenzellen. Die Festung hier nämlich wird später an einen Ort erinnern, den wir aus Dark Souls 1 bereits kennen. Also ein bisschen. Also von ihrem Sinn her, meine ich. Wow, hier muss ich vorsichtig sein. Hier sind nämlich wieder diese Königswachen. Zum einen, wo? Zum anderen sind hier wieder ganz viele Hunde. Au. Also ja, diese Wachen mit ihren Armbrüsten, die sind ganz schön nervig. Vor allem der da oben, an dem wir nicht rankommen. Hier unten ist übrigens auch wieder ein kleines Secret. Seele eines Kriegers und ein Menschenbild. Also ja, wir werden wieder mit Menschenbildern ein bisschen zugedeckt. Von hier aus kann ich dem seine Brüstung zerstören und ihn töten. Und den Hund loswerden. Und ja, wie man es hier nicht gut sieht, hier wäre ein Weg weiter. Aber erstmal holen wir hier den Köderschädel runter. Ja. Das Ding können wir übrigens auch noch platt machen. Und jetzt den Hund ausschalten. Hier sollten wir erstmal alles von dieser Seite aus clearen. Auch diesen Secret-Bereich hier. Hier liegt nämlich... Was war denn hier nochmal? Eine Estus-Verkot-Scherbe und eine große Titanit-Scherbe. Das heißt, noch eine große Titanit-Scherbe und wir könnten den Speer nochmal weiter verbessern. Und da ist ein Leuchtfeuer zu sehen. Wir öffnen mal hier die Tür und lassen die beiden Hunde raus. Die werden sich schon mal freuen. Wobei die erstmal gar nicht so aggressiv waren. Und ja, dieser Spalt hier deutet schon mal drauf an, dass hier etwas ist. So, das Ding hat leider einen leichten Linksdrall. Sonst wäre es nämlich direkt auf die Wand zugerollt und hätte sie eingerissen. Das müssen wir nachher selber machen. Wir mussten ihn nur dafür erst einmal triggern. Was wichtig war. Und dann können wir zurückgehen. Wobei das Zurückgehen uns jetzt gleich eine böse Überraschung bereithält.
Wenn wir nämlich hier den Hof wieder betreten. Hallo? Ernsthaft? Muss ich erst noch weiter weggehen? Also ja, gehen wir noch ein Stück weiter. Hier wäre übrigens, hier ist normalerweise immer eine Nachricht gewesen, Schützenposition, von wo aus man die Königswache, den Königsritter da drin treffen könnte.